Moin moin liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei Sylt TV. Am Kaltumer Watt wurde ein sogenannter Pegelpfahl aufgestellt. Am Hörnumer Oststrand wird an den Pfingstfeiertagen wieder Beachpolo gespielt. Noch bis in den Herbst hinein finden auf dem Rathausplatz von Westerland jeden Donnerstag die tollen Hausfrauenflohmärkte statt. In diesen Tagen haben die Dreharbeiten zum neuen Nord-Nord-Mord-Krimi des ZDF auf Sylt begonnen. Von der Kaltumer Therme-Ruine stehen inzwischen nur noch einige Fundamente. Und am Sonntag veranstaltete die Arche Wattenmeer in Hörnum einen Tag der offenen Tür. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Anschauen unserer Sendung. Eine gute Woche für Sie. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Dienstag. Idyllisch und still ist es meist am Kaltumer Watt. Da kann man sich kaum vorstellen, wie es hier bei einer Sturmflut aussieht und wie hoch das Wasser ansteigen kann. Die letzte schwere Sturmflut mit hohen Wasserständen liegt inzwischen einige Jahre zurück. Damals konnte die Höhe des Pegels in Kaltum nicht ermittelt werden. Nun wurde kürzlich am Watt unterhalb der Arena ein sogenannter Pegelpfahl von der Gemeinde Sylt und dem Landesbetrieb für Küstenschutz aufgestellt. An dem 3 Meter hohen Pfahl kann man bei zukünftigen Sturmfluten die genaue Höhe des Wassers bestimmen. Zu Pfingsten wird am Hörnumer Strand wieder Beachpolo gespielt. Im 10. Jahr findet das beliebte Turnier dort statt. Im Zuschauerbereich ist der Eintritt frei. Ein kostenloser Shuttlebus wird vom Parkplatz K4 in den Hörnumer Hafen pendeln. 6 internationale Teams gehen an den Start. Die Zuschauer können die rasanten Duelle um den Ball hautnah mitverfolgen. Mit einer Parade der Polo-Teams durch die Whiskymeile in Kampen am Freitag, dem 2. Juni, startet das Beach-Polo-Turnier in diesem Jahr besonders publikumswirksam. Den genauen Programmablauf zu den Veranstaltungstagen finden Sie auf unserer Homepage. Der Frühling ist auf Sylt angekommen und so ist es nun wieder an der Zeit für den beliebten Hausfrauenflohmarkt auf dem Westerländer Rathausvorplatz. Bis Ende September wird an jedem Donnerstag fleißig getrödelt, Handgemachtes und Sylter Spezialitäten gibt es ebenfalls an den Marktständen zu kaufen. Alle Einnahmen aus den Standgebühren fließen zu 100% in insulare Schulprojekte. Also noch ein Grund mehr, den schönen Hausfrauenflohmarkt in Westerland zu besuchen. Die Insel wird in den nächsten Wochen wieder einmal zur Filmkulisse. Theo Klüver, Hinnerk Feldmann und Ina Behrensen ermitteln wieder. Bereits 7 spannende Kriminalfälle haben die 3 Protagonisten der erfolgreichen ZDF-Reihe Nord-Nord-Mord auf Sylt gelöst. Noch bis zum 1. Juni dauern nun die neuen Dreharbeiten zum 8. Fall von Theo Klüver, gespielt von Robert Atzorn, in Hamburg und auf Sylt an. Diesmal wird im noblen Kampf gemordet. Der Fall spielt in der insularen Immobilienbranche und trägt den Arbeitstitel Klüver und der leise Tod. Ein genauer Sendetermin steht noch nicht fest. Ein großer Haufen Steine und einige Fundamente, das ist alles, was von der Kaltumer Therme-Ruine übrig ist, wobei die freigelegten Fundamente für die Abrissarbeiten eine besondere Herausforderung sind, denn die Betonplatten des alten Meerwasserfreibades, das 1969 eröffnet wurde, sind gefunden worden und die müssen ebenfalls weg. Jetzt im Mai kommt auch die angekündigte Prallmühle zum Einsatz, die den Beton direkt vor Ort zerkleinert. Der Beton wird zum Verfüllen der entstandenen Grube und zum Modellieren des Geländes genutzt. Die Arche Wattenmeer in Hörnum hatte am Sonntag die Insulaner und die Syltgäste zu einem Erlebnistag eingeladen. Der Eintritt war frei.
Den ganzen Tag lang wurde den kleinen und großen Gästen ein buntes Programm mit vielen Aktivitäten angeboten in der liebevoll und detailreich gestalteten Ausstellung mit vielen interaktiven Elementen wird der Naturraum Wattenmeer vorgestellt. In verschiedenen Aquarien wird gezeigt, was so kreucht und fleucht direkt vor unserer Haustür in der Nordsee. Das Anfassen von Seestern und Co. ist ein besonderes Highlight für die Kinder. Im Café Leuchtturm in der oberen Etage war es Zeit für eine kleine Pause. Die Arche Wattenmeer an der Rantumer Straße hat von Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Eine Familienkarte kostet 13 Euro.